So, jetzt da werden wir mal ein bisschen mit ihm fliegen, mit dem QX3, mit unserem Flying Quaxi. Dazu ist er jetzt in den Safe-Modus eingestellt. Bei der DX6i ist es jetzt bei mir so eingestellt. Hier oben ist dann die Return-Home-Funktion. Wenn alles auf 0 ist, ist er im Safe-Modus. Bewege ich den Taster, also diesen Schalter Elevator DR nach unten, ist er im AP-Modus, also Aerial Platform. Den LDR noch mit dazu ist der Stability-Modus. Und wenn ich jetzt da nur den hier auf einschalte und den auf 0, dann ist er im Agility-Modus. Der Agility-Modus ist wie ein richtiger Helikopter zu fliegen. Für einen Anfänger ist das vielleicht nicht so unbedingt das Beste. Andererseits, wenn ihr euch gleich einen richtigen Heli kauft, im Kleinformat, gibt es nichts anderes. So, starten tun wir es den Flieger so. Nur weg, weit weg genug gehen, dass ich da gleich nicht einer kriege gleich. Den linken Stick nach links, rechts. Und die Motoren laufen mal. Beim QX3 ist es jetzt auch so, dass er erst ab 50%, wenn ihr in die Höhe geht, startet. Seht ihr eh gleich. Dauert ein bisschen. So, drehen wir ihn mal um. Das Blinklicht seht ihr eh ganz gut. Jetzt seht ihr gleich, dass euch ein Porsche anlacht. Mit einer Zunge. Und deswegen heißt er auch Flying Quaxi. Fliegen wir ein bisschen weg. So. Jetzt seht ihr mal kurz den AP-Modus. Jetzt ist er rosa. Zum Fliegen ist er jetzt wie ein Einsteiger-Heli, nur unterstützt euch der Quadrocopter noch sehr viel. Das ist eigentlich für den Kameramodus, wenn ihr Filme aufnimmt oder Fotos. Ihr seht eh, wenn ihr ganz anschlagt, er gibt zwar ein wenig Gas, aber er gleicht sich sofort bei Null wieder aus. Ist beim Filmen natürlich nicht unwichtig. Und auch wenn man sanfter fliegt, er gleicht sich sofort aus. Aber in dem Modus fliegt ihr ihn schon wie mit den richtigen Richtungen. Das heißt, ihr müsst dann selbst umdenken, wenn ihr zu euch schaut. Ja? Da ist dann links nach rechts drücken und umgekehrt. Also aufpassen, wenn ihr euch da nicht sicher seid am Anfang. Und jetzt gehen wir in meinen Lieblingsmodus, im Stability-Modus, den mit runter. Jetzt hat er ziemlich Power, werdet ihr auch gleich sehen. Ganz rauf. Er hat eine Steigrate von etwa 6 Meter pro Sekunde, also wie ein sehr schneller Lift, schießt er dann in die Höhe. Und in dem Modus könnt ihr ihn auch wie einen Einsteiger-Heli fliegen, nur ist er da schon bis zu 50 km/h schnell, plus minus ein bisschen etwas. Ja. Das ist nur ein Richtwert jetzt in etwa. Und da fliegt er ihn auch schon, da müsst so, dass ihr halt auf die Richtungen aufpassen müsst. Das ist dann nicht mehr so wie im Safe-Modus, dass die Richtung egal ist. Und ihr seht, er gibt ganz schön Gas. Das macht auch wirklich sehr viel Spaß mit dem Fliegen. Mit dem fliegt man auch recht sicher, weil er eben durch seine vier Antriebe sehr stabil ist. Und jetzt zeige ich euch mal ganz schnell, nur ganz kurz den Agility-Modus. Und dazu folgendes. Schaut, dass er mal ein bisschen in die Höhe kommt. Den hier einfach wegschalten und ihr seht, den Hebel kurz vorne auf 0 und er bleibt auf der Richtung. Ihr müsst ihn selbst wieder ausgleichen. So ist es wie ein Helikopter. Ein bisschen zurück und er bleibt so. Er bleibt geneigt. Er gleicht sich nicht mehr aus. Das muss man selbst fliegen. Das ist jetzt wie ein richtiger Helikoptermodus. Ja? Nur, dass der halt nicht verkehrt, also am Kopf fliegen kann. In dem Modus kann man auch Loopings und Sideflips machen. Das traue ich mich aber noch nicht, weil ich bin so noch nie geflogen mit dem Flieger. Und ich will ihn auch nicht jetzt da im Video vor euch kaputt machen. Aber ihr seht, das muss man jetzt alles selbst ausgleichen. Das Gute ist, man schaltet auch davon eines wieder ein, von den Schaltern. Und der ist wieder in einem Modus, wo man halt besser umgehen kann damit. Notfalls
kann man auch so umschalten, dass man wieder im Safe-Modus ist. Ist nicht so schwer. So passiert einem nichts und im Safe-Modus ist es ja gut, loslassen und er gleicht sich wieder selbst aus. So, schalten wir nochmal um auf den Stability-Modus, eben auf diesen spaßigsten Modus von allen. Und geben wir Gas. So, ihr seht jetzt da vielleicht nicht so viel anscheinend, aber ich komme ein bisschen näher, dann seht ihr auch etwas besser die LED-Beleuchtung. Es ist zum Glück nicht mehr extrem hell, aber hier seht ihr zumindest auch mal die Beleuchtung, wie er ist. Also hier sieht es eigentlich schon wirklich aus wie ein Frosch, der einen anguckt und lacht. Gut, jetzt funktioniert die Fokussierung nicht so ganz, aber macht nichts. Wir kommen ein bisschen näher. Und er streckt uns natürlich seine Zunge entgegen ein bisschen. Er ist ein bisschen frech, unser Kollege da. Und hauen wir ab. Wenn ihr euch einen Quadrocopter kaufen wollt, ist der QX3 wirklich sehr empfehlenswert. Er ist ziemlich leicht zum Steuern. Er hat GPS an Bord, er hat einen Höhendruckmesser an Bord, Kompass, alles was so eine Drohne, wie man es halt umgangssprachlich ist, braucht für den Anfänger und macht wirklich Spaß und ihr seht, der gibt ordentlich Gas. Und da ist der Flying Quaxi wieder. Und er zeigt uns wieder seinen Hintern. Und tschüss. So, jetzt schalten wir mal in den Safe-Modus zurück. Jetzt hat die LED natürlich auf grün umgeschalten, also die Status-LED. Jetzt betätigen wir mal die Rückholfunktion und schauen mal, wo er landet. Man kann sie zum Glück ja auch immer mittendrin unterbrechen. Das GPS ist ja nicht immer so perfekt und genau. Und ja, so wie jetzt da, jetzt würde er ja genau auf meinem Kopf landen, das wollen wir nicht unbedingt. Aber ihr habt gesehen, sie funktioniert auf jeden Fall. Starten wir mal von woanders und probieren es dann nochmal, wenn sich die Zeit ausgeht. Aber das wird sich wahrscheinlich nicht mehr ausgehen. Da ist unser kleiner Taxi. So, dann landen wir ihn mal. Wir haben zwar noch Akku, aber das Video auf meinem Handy ist leider begrenzt mit 60 Bildern pro Sekunde. Und deswegen werden wir, wenn dann, einfach ein neues machen. Ein zweites Video. So, jetzt müssen wir nur noch den Boden der Tatsachen zurückholen. Und zum Abschalten haben wir den Throttle-Cut-Taster und das war's. So, das war mal das erste Video und wir sehen uns dann gleich beim nächsten.